Servus, Bayernand, Brandy hier. Und das Zimmer vorhin, diese Maschine jetzt. Was bitte geht hier eigentlich ab? Wird hier der Nebel absorbiert und an die Maschine von vorhin weitergeleitet? Und was sind dann bitte diese komischen Eier? Wir brauchen Eier. Eier brauchen wir, wird Alikan jetzt sagen. Oh, wir haben hier echt die Möglichkeit zu leveln. Meine Freunde, ich habe das Gefühl, das könnte eine übermenschlich geile Training-Session werden hier. Für uns. Das könnte eine tatsächlich übermenschlich geile Training-Session hier sein. Eine seltene Gelegenheit, nochmal schön einen durchzulöten. Habe ich das Gefühl. Vor allem Dingen, da unsere Freunde hier ja sowieso schwächer sind als Steiner und Steiner uns sowieso wieder einholen wird und Lilly eh noch EP braucht und zu dritt bekommt man ja sowieso dann nochmal mehr EPs und allein deswegen würde sich schon wieder lohnen hier, muss man ehrlich sagen. Das würde mir echt gefallen. Wie viel nutzt das jetzt? 90 ungefähr. Okay, sie dann macht einen fertig. Genau. Garnet macht jetzt mal bitte eine Heilung. Natürlich macht sie das nicht. Also so. Was auch sonst? Also hier. So. Ich bitte dich, Garnet, mach doch eine Heilung. Macht eine Vita auf uns alle. Also die sind schon sehr effektiv gegen die Garnet an sich. Also die kriegt da schon fett auf die Fresse von denen, muss man sagen. Sie dann. Jetzt nicht so wirklich, also das hält sich jetzt stark in Grenzen bei ihm, aber der hält auch deutlich mehr aus als so eine Lilly, muss man schon sagen. Und jetzt, wenn der Zidane da drauf geht, ist der Kampf eh vorbei. Ich muss sagen, noch ist Vivi recht zurückhaltend. Später, wenn er seine Zaubersprüche drauf hat, dann geht das schon richtig zur Sache. Meine Freunde, wir werden jetzt auf, wir werden noch ein bisschen, oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro. Wir werden hier ein bisschen trainen. Muss ich euch leider sagen, Portion kann nicht aufgenommen werden, okay. Und weiter hinten vielleicht. Ja, aber die wollte ich jetzt gar nicht haben, sondern... Da war noch was. Es gibt hier zwei Gegenstände laut. Ah, da ist der zweite Gegenstand, die Phönix Daune, also. So, jetzt sind wir hier, wir bleiben jetzt erstmal hier, der Part, der wird halt ewig lang. Tut mir halt leid. Ach, es ist ein Hinterhalt, ich wusste es eigentlich schon fast, deswegen... Deswegen habe ich eigentlich schon fast gar nichts mehr dazu sagen. Oh, das ist natürlich heftig. Der tut weh. Der tut natürlich der Garnet extrem weh. Und wenn er jetzt auch noch auf Garnet geht, dann macht die sich einfach mal selber Schnieke und sie dann zackt. Ach, der lebt dann auch noch. Natürlich, was denn auch sonst. Die heilt sich erstmal selber. Wie viel heilt sie sich denn selber? Um 400 würde sie sich gleich selber heilen. Vivi würde bitte mit einem direkten Treffer den Typen umlegen. Ja, tut er. Das heißt, die Typen haben nicht so viel Leben, als dass er uns großartig noch mehr Schaden zufügen. Ja, Vivi kann es angreifen, das tut ihm auch weh, aber Vivi hält mehr aus als eine Garnet. Wunderschöner Treffer von Zidane. Wunderschön. Schöne 108 AP. KP abgezogen. So, worüber kann ich denn jetzt eigentlich quatschen? So, jetzt, ich bin ja hier Training Session und in der Training Session wird ja immer so schön gequatscht. Wie wär's damit? Wir waren gestern Abend bei Blickpunkt Sport im Studio beim Bayerischen Rundfunk. Sobald ich die Folge finde, werde ich sie euch in die Beschreibung posten. Oh, das ist natürlich was ganz was Feines. Okay, jetzt sind wir nämlich nicht mehr nur
Machen wir das mal so, sofern die Garanee wieder dazukommen, dann kann sie nämlich alle heilen. Kritischer Treffer hat ihn natürlich ganz hart getroffen. Nee, was ich einfach sagen wollte, ich war gestern beim Bayerischen Rundfunk, Blickpunkt Sport, ist eine ziemlich geile Sendung, muss man sagen. Also 22:05 bitte, Bayerischer Rundfunk, jeden Sonntag. Samstags glaube ich auch. Kann sein, bin mir aber nicht mehr sicher. Und da geht es halt immer darum, die größten Ereignisse des Sports in Deutschland. Und gestern war halt das Thema das 7:0 der Bayern und Wintersport. Und ich habe eine neue Sportart kennengelernt, das heißt Floorball. Da gab es, also das ist nicht so verbreitet in Deutschland. Es gibt zwar eine Bundesliga, aber das ist nicht so verbreitet in Deutschland, muss man schon so sagen. Und jedenfalls ist es da so, dass das Floorball, so wie es sich nennt, extrem bestiato, Ifrit Bahamut. Sie kann echt alles gerade zur Zeit. Bats. Was ist das? Protes. Einzelvisier. Gegner. Verbündete. Schwächt physische Angriffe ab. Hebt Toxitos und Gift auf. Haben wir sonst noch irgendwas von ihr? Nee, ja, casten wir das einfach mal hier. Zack. Das ist ein Einzelvisier. Aha. Ja, mein Gott, dann machen wir es halt so. In der Floorball jedenfalls, es gibt so die Sportart, aber die kennt man eigentlich nicht so. Also ist ein, Geld verdienen kann man damit auch nicht und das geht da richtig hart zur Sache. Also die sind da eiskalt miteinander, die gehen da aufeinander los, denen ist das wurscht, die egalo. Und du gehst auf Vivi, ja natürlich gehst du auf Vivi, damit der auch ja nicht zaubern kann im nächsten Kampf. Damit er auch ja nicht zaubern kann im nächsten Kampf, du Flasche. Wir heilen mal unsere Lilly. Potete. So, die könnten wir echt mal heilen langsam. Ich habe gerade so einen fetten Ohrwurm, dass ich gar nicht mehr richtig reden kann, sondern immer dieses Pum Pum Tsch Pum 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 Chum Chum Pum Pum Chum Kopf hab. Na gut, wie dem auch sei. Bats! Ach, der lebt dann also tatsächlich noch. Jetzt muss er wirklich als erstes angreifen, anstatt einfach. Oh, Lilly hat keine Chance mehr. Nee, also, wie gesagt, also richtig Geld verdienen lässt sich damit noch nicht so ganz. Jedenfalls, ja, das gab's da. Dann haben wir dann 7:0 von Bayern. Und ich bin halt voll fett in der Kamera drin, muss ich schon sagen. Also bin ich schon irgendwie stolz drauf. Irgendwo kann man, naja, ich finde das schon irgendwie geil. Also, ich will ja nicht angeben oder so. Also, das ist schon, also, ist schon was ganz Feines, muss man schon sagen. Also, das will ich gesagt haben. Das will ich schon gesagt haben. Also, ja, das ist schon was hier. Das ist ganz was Feines, was wir hier haben. Hier und, nee, also, da war ich mit meiner Freundin, den Eltern und ein paar Kumpels noch. Und wir waren halt da. Und wir haben halt, bevor die Sendung, also, die fängt ja um 22:05 an, dann mussten wir um 8:30 dort sein. Dann gab es eine einstündige, also bis 9:30 eine Führung. Während dieser Führung haben wir so einiges gelernt, was dort so an Sachen gibt. So, sonst hat Vivi natürlich keine Zauber. Ja, das haben wir halt, echt einiges gelernt. Also beispielsweise hat so ein Studio circa 250 bis ja mehr Kameras, also viel mehr auch, und das ist schon beeindruckend. Lichter, nicht Kameras, Entschuldigung, Lichter.
Und wenn man sich das überlegt, da kostet auch eine Kamera, also jetzt auf HD umgestellt, natürlich die Kameras nicht die aus den 90ern, die teilweise ja noch benutzt werden bei den Sendern, die nicht HD sind, da kostet eine Kamera 100.000 aufwärts, je nachdem, wie man sie ausgerüstet haben will. Und ich finde das schon, das ist schon eine stolze Summe, muss man schon gesagt haben. Was wie dem auch sei, dann haben wir uns gezeigt, die haben vier Produktionshallen. Und ja, das war's dann eigentlich. Und dann haben wir den Moderator so ein bisschen kennengelernt, also in Anführungsstrichen, der hat halt ein bisschen was erzählt und wie es so abläuft. Und er ist ein echt netter Typ auch, muss man so sagen. Und ich würde auch gern wieder hingehen, auf jeden Fall. Und das hat mir auch gefallen, aber das Lustigste und Komischste an diesen Dingen ist, dass die Karten kostenlos waren. Also, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber die Karten waren kostenlos. Wirklich, also, man hat echt nichts gezahlt dafür, dass man diese Karten bekommen hat. Und das fand ich irgendwie. Einerseits fand ich das toll, aber andererseits ist das doch irgendwie komisch, finde ich, weil ich meine, da kann man schon locker 10, 20 Euro verlangen für so eine Karte und die Leute würden sich ja trotzdem drum reißen, wie Sau. Das ist so hat man halt jetzt eine Wartezeit von einem Jahr und andersrum würde man auch eine Wartezeit von einem Jahr haben, ungefähr. Von daher denke ich mal, das hätte man schon ansetzen können, den 10-Euro-Preis dort. Naja, das war's dann jetzt zum Bayerischen Rundfunk. Ich habe Deutsch rausbekommen, Leute. Ich habe Kurzarbeit und so geschrieben über Kommunikation und alles. Und ich dachte halt, fuck, ich hab's verkackt und alles und nein und scheiße und ich habe schon echt Schiss gehabt und heute kommt sie halt raus und dann hat sie uns noch mehr Schiss gemacht und so. Ja, es war ein schlechter Viererschnitt, also 3,8, glaube ich, war der Schnitt. Note, also Note und Notenpunkte waren, glaube ich, 4,6, glaube ich, waren es. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, muss ich ehrlich sagen. Müsste ich mich nochmal zusammenraufen und nachdenken. Bin ich mir echt nicht sicher. Ja, doch, irgendwas 4,6 war es auf jeden Fall. Und ja, das ist es halt. Es ist schon irgendwie toll, dass ich dann so eine Note mitnehmen durfte dann. Also muss ich echt sagen, also ja, top finde ich hier. Top, 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 tip, top. 10 Punkte habe ich gemacht in Deutsch. Boah, erste Note in Deutsch in diesem Jahr und dann erstmal gleich 10 Punkte abräumen. Das ist schon top. Bis jetzt bin ich auch in jedem Fach auf mindestens 10 Punkten. Also ich bin noch in keinem Fach unter 10. Das ist schon sensationell, muss man schon gesagt haben. Finde ich, also für meine Verhältnisse natürlich wohlgemerkt. So viel lerne ich ja jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie voll das Genius Child bin oder so. Sondern ist halt ganz normaler Aufwand und dafür bin ich eigentlich recht zufrieden mit meinen BWR 15 Punkten, Englisch 10, Deutsch 10, Rechtslehre 12 und so weiter. Also bin ich eigentlich schon recht zufrieden mit. Was ich mir wünschen würde für die Mathe, die wir schreiben, ist so 14, 15 Punkte. Das wäre schon, also das wäre ideal für mich, finde ich. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, sie dann greift einfach mal an. Hier, Vivi macht mal schön Black Magic und so. Ihr wisst Bescheid, Black Magic. Nee, also noch macht Lilly nichts. 117. Jetzt müsste Vivi ein bisschen mal hier. Einen hat's erledigt. Die
zweite wird es auch gleich erledigen, hoffe ich. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, ist schon, schulisch bin ich echt gut drauf, muss man sagen, zurzeit. Ja, ich habe eigentlich echt viel Freizeit, auch dafür, dass der schulische Aufwand extrem hoch ist. Was mich allerdings anpisst, ist, dass ich diese Woche viermal im Foodlogger arbeiten gehen muss. Das ist mir irgendwie zu blöd, aber es ist nun mal Geld und Geld braucht man, um Urlaub fahren zu können. Von daher habe ich da recht wenig zu bestimmen. Es geht mir ja schließlich ums Geld und allein deswegen wird es gemacht. Ganz ehrlich, muss ich einfach so sagen, wie es ist. Das ist der einzige Grund, wieso ich sowas mache. Wir werden jetzt auch noch ein Level von der Garnet machen, dass sie auch Level 10 erreicht, weil das ist halt einfach schön, wenn alles zweistellig ist, finde ich. Und dann werden wir auch diese Training Session beenden. Tut mir leid übrigens, dass das so ist, dass wir wieder eine Training Session einbinden. Einfach, aber ich fand, es ist eine nützliche Training Session hier, da wir einfach unsere Leute ständig vom Level eher hochhalten müssen. Da ich habe keinen Bock, Probleme zu haben bei dem Spiel, irgendwo stecken zu bleiben. Deswegen versuche ich gleich so gut wie möglich hier den Leuten zu zeigen, dass man hier einfach direkt durchlöten kann. Lilly, du könntest jetzt mal eine Heilung raushauen. Das werden die Typen nämlich überleben, außer sie dann macht einen kritischen Treffer und Vivi muss auf einen direkt drauf kloppen und der stirbt dann natürlich jetzt auch direkt. Das gefällt mir natürlich umso mehr, dass wir... Also es ist schade, dass die Lilly nicht ihre Heilzauber anwenden konnte, tatsächlich, aber es gefällt mir echt mehr, wenn wir so schnelle Kämpfe haben. Also das wird sich in Zukunft leider echt ändern. Und ich werde es nicht so wie die anderen Let's Player machen, die Kämpfe rausschneiden. Dafür habe ich leider echt keine Zeit, jeden einzelnen Part jedes Mal die Kämpfe rauszuschneiden. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber zu Final Fantasy gehört nun mal auch die Geduld, das durchzuziehen. Und wenn es mich 500 Parts kostet, dieses Spiel, ich werde es durchziehen. Zack, wir werden auch eine Vita durchziehen. Hier, weil langsam wird es eng mit Lillys Energie, wie ihr sehen könnt, und ihr Vivis Energie. Deswegen wird es notwendig sein, so langsam eine Vita reinzuhauen. Es sind zwar nur 100 HP ungefähr bei beiden, plus minus 5 oder so. Ne, bei Vivi sind es ja mittlerweile über 300. Aber es ist schon, also kann man schon sagen, dass es eigentlich notwendig ist. So, Vivi kriegt erstmal schön fett mit Feuer auf die Fresse, sehe ich gerade. Das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so. Also dafür erstmal bestrafen. Damit Alexandria Lilly Garnet von Alexandria oder wie auch immer sie heißen mag, was zu tun hat, wird angegriffen auf beide jetzt. Und sie wird eine Potion benutzen. Wehe, du benutzt es auf Vivi. Was denn auch sonst? Anstatt einfach mal auf die Lilly. Nein. Warum auf Lilly? Ich meine, Vivi, der ist ja viel wichtiger für unser Team. Den kann man schon mal EP Mana abziehen. Das ist natürlich klar. Garnet wird auch niemals drankommen, so wie es aussieht. Die wird auch niemals ihre Zauber durchsetzen. Der eine, der hat schon Esprit benutzt, aber nein, Garnet, die benutzt ihr Potion nicht. Zum Teufel. Teufel, auf Teufel komm raus nicht. Nee, würde sie nie machen. So, als nächstes, welches Thema hätten wir denn? Ja, es ist wieder so, dieses Thema Paul Walkers, ne? Wir haben ja jetzt hier, ist schön, ich finde es zwar echt traurig, dass er gestorben ist. War echt einer meiner Lieblingsschauspieler, aber wisst ihr, es gibt Schlimmeres im Leben als den Tod. Und ich meine, damit jemand stirbt, da muss schon irgendwas passiert sein. Und ich sag mal, er wird nicht umsonst gestorben sein. Da ist irgendwas passiert, die sind auch mit dem Porsche rumgedüst. Und ich will jetzt nicht irgendjemanden unterstellen, der ist irgendwie zu schnell gefahren oder so. Aber ich meine, alle Zeichen deuten ja darauf hin, dass unser Freund Walkers zu schnell gefahren ist. Und das ist schon...
Schade eigentlich, weil er war echt einer meiner Lieblingsschauspieler, er hat echt viel Potenzial. Und das braucht man gar nicht von Fast and Furious reden, sowieso eine, das ist meine Lieblingsfilmreihe. Ich bin gespannt, wie die das machen werden mit der Reihe. Ich hoffe sehr, wirklich sehr, dass die die Reihe fortsetzen werden, auch ohne Paul Walkers. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich so gut wird, aber ich weiß nicht. Es ist so ein Trauermoment, muss man schon ehrlich sagen, aber da sieht man einfach mal wieder, dass es einfach Schicksalsschläge im Leben gibt. Das kommt einfach plötzlich und unerwartet. Und von einer Sekunde auf der zur nächsten kann einfach auch das Leben beendet sein. Das beste Beispiel ist halt nun mal Paul Walkers in dem Fall. Und ich bin auch dafür, dass man als Mensch das macht in seinem Leben, worauf man wirklich Lust hat, und dass das einfach durchgezogen wird und solche Sachen halt, aber natürlich nur vernünftige Sachen. Das ist ja, glaube ich, erklärt sich von alleine, dass man damit nur vernünftige Sachen meint. Jetzt nicht so irgendwie Ritzen oder Spritzen oder Drogen oder Rauchen oder Alkoholvergiftungen oder sonst was. Feiern ist ja eine Sache, schön und gut. Das ist so ein Typ Mensch, der genießt sein Leben in vollen Zügen durchs Feiern und Saufen und Weibers aufreißen und die Frauen Männer aufreißen. Gibt's auch, klar, ist jetzt aber nicht so mein Typ, muss ich ehrlich gestehen, also stehe ich jetzt nicht so ganz drauf. Ich bin eher so der Typ, ich will zocken, für mein Leben halt damit füllen. Klingt zwar irgendwie blöd, aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Ist halt auch so, ich möchte halt irgendwann mal eine riesige Spielesammlung haben. Ich möchte es immer weiterführen, dieses Zocken, und soll jetzt nicht irgendwie aufhören, nur weil ich älter geworden bin oder so. Das soll jetzt nicht irgendwie daran scheitern. Ich möchte es schon irgendwie durchziehen. Also das ist schon so eine Sache, da denke ich mir, das kann man schon machen, auch wenn man älter ist. Und das möchte ich halt dann auch nicht aufhören. Das möchte ich halt als mein Hobby behalten. Dieses Let's Playing eigentlich auch. Soweit es geht natürlich. Und das wäre dann halt so, wo ich sage, das wäre schon optimal für mich, und das ist so, wo ich mein Leben genieße. Natürlich einen guten Schulabschluss, keine Frage, weil sonst bringt einem das ja nichts, wenn man irgendwie Ziele hat, aber man arbeitet nicht so auf die Ziele hin. Bringt auch recht, also ist auch suboptimal. Muss man halt leider sagen, so wie es ist. Und ja, das wäre so meine Lebenserwartung, kann man eigentlich schon sagen. Also es ist schon eine komische, aber es ist meine Lebenserwartung. Ich nicht wundern, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und ich habe halt keinen Bock, Ether zu benutzen, deswegen bin ich halt jetzt am Zurücklaufen zum Mogri, und dort will ich dann halt sind wir jetzt hier bei zwei Assassin's Creedlern oder was? Hier, zack. Bevor die uns erwischen, werde ich hier mal schön einen durchlöten. Schwarze Magie, du kannst natürlich jetzt nichts einsetzen, Baby. Das ist schade. Aber unsere Garnee hat uns nochmal schön geheilt. Nee, also es ist echt, also so bin ich halt. Sehe ich halt so, und muss ja niemanden mit mir teilen, die Meinung. Und Gott sei Dank ist jeder verschieden. Und jeder hat andere Vorstellungen vom Leben. Finde ich auch toll. Wäre ja langweilig, wenn wir schließlich alle dasselbe wollen. Und ja, deswegen lebt euer Leben, als ob es euer letzter Tag gewesen wäre. Denn am besten Beispiel ist Paul Walkers. Ich meine, so schnell kann das Leben vorbei sein. Und deswegen, wenn ihr irgendwie in der letzten Sekunde eures Lebens so irgendwie im Auto sitzt, eingeklemmt, und ihr verbrennt gerade, dann müsst ihr euch selber fragen,
habe ich alles gemacht in meinem Leben, was mich irgendwie, was mir Spaß gemacht hat oder nicht? Oder habe ich einfach wirklich alles erledigt, was ich machen konnte und habe mein Leben voll ausgenutzt und alles ausgeschöpft und solche Sachen? Wenn dem nicht der Fall ist, würde ich jetzt sofort damit anfangen und alles nachholen, was geht. Denn man lebt nur einmal, man ist nicht ewig jung. Und deswegen mein Advice an euch ist, nutzt eure Chancen. Das heißt, ihr bekommt nur eine. Eine goldene Chance im Leben und die müsst ihr ergreifen. Und wenn ihr das tut, dann habt ihr eigentlich schon die halbe Miete für euer Leben. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr mit Stolz und Recht behaupten, ihr habt was erreicht und habt irgendwas Schönes in eurem Leben. Alle anderen, die meinen, wir gehen feiern, der Rest ist spießig, die landen hinter der Theke beim Metzger oder so. Und in 10 Jahren kommt ihr vorbei und sagt, du bist ja spießig, du wolltest feiern gehen. Schau mal, wo ich bin, schau mal, wo du bist. Ich fahr Ferrari, du fährst Golf, ey. Gebrauchte Golf. Tut mir leid, es klang ein bisschen rassistisch, aber nun mal, es ist nun mal Fakt, dass diejenigen, die auf cool sind und meinen halt, man muss nicht lernen und so, das Leben läuft von alleine. Klar läuft es von alleine, es läuft davon, das Leben ist halt einfach. Das ist leider Fakt und mehr auch nicht. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, nutzt jede Gelegenheit eures Lebens. Denn es könnte eure letzte sein. Und ganz ehrlich, wollt ihr irgendwann mal sterben und dann denkt ihr euch, boah, geiles Leben hier. Oder wollt ihr irgendwie jeden Cent schauen und jeden Cent umdrehen und euch Gedanken machen, boah, kann ich mir das jetzt leisten dahin? Und oh, scheiße, aber eigentlich habe ich ja kein Geld ins Kino zu gehen mit der Freundin oder schick Abendessen mit der Frau oder Freundin oder mit Kindern. Das wird auch nichts. Das Budget ist etwas zu eng. Weiß ich nicht. Mir würde das ja persönlich stinken. Ich will ja irgendwann meine Frau und Kinder haben. Und dann will ich nicht auf jeden Cent schauen. Ich möchte auch irgendwann mal einen Beruf haben und irgendwann mal studiert haben, was mir Spaß macht. Das ist das Essentiellste an dem ganzen Scheiß, warum ich das überhaupt mache mit dem Abitur. Geht ja, natürlich geht es darum, mich zu bilden, aber andererseits, Leute, wer bildet sich schon allein wegen der Bildung? Ich meine, ihr bildet euch doch bestimmt alle auch, um irgendwann mal einen Beruf ausüben zu können, der euch persönlich liegt, euch Spaß macht. Den ihr, wo ihr sagt, das ist es, das bin ich, da will ich hin. Und meistens führt jeder Weg übers Abitur. Denn ich denke mal nicht, dass ein Traumjob an der Kasse ist beim Aldi oder hinter der Theke beim Metzger. Und deswegen sage ich immer, immer, immer wieder, und das wird die Devise meines Let's Plays hier bleiben. Und bei den Training-Sessions natürlich, nur keine Sorge. Immer wieder werde ich sagen, lernen, 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 meine kleinen Pupserchen. Lernen, lernen, heißt es. Wir lernen, lernen. Nach diesem Kampf werden wir speichern gehen. Oh, Garnet hat mal einen Killer-Instinkt getroffen. Nach diesem Kampf werden wir speichern gehen und wir werden diese Aufnahme beenden, meine Freunde, Damen und Herren. Wir haben jetzt Garnet auf Level 10 trainiert, finde ich schön, süß und alles, und wir haben auch ein paar APs gesammelt mit unseren Leuten hier, was wir können noch mal schauen. Wir haben angelegt bei Garnet, sie kann da alles, Vita, Antidot, Protoss, Vita, Bestientöter kann er bald, es werde Lichthau, den Lukas kann er bald, der kann da alles, zack, zack, Eis hat er auch schon drauf, alles kein Problem für unsere Leute, alles Klärchen. So, dann holen wir uns noch den Mogri, den sprechen wir natürlich auch noch
an, wir wollen speichern, ja, Kupo. Und in diesem Sinne, meine kleinen Friends, wünsche ich euch eine schöne Woche, hoffe ich mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, bei mir natürlich im nächsten Part. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit, was auch immer. Euer Brandy. Tschaußen.